14 Teams von 12 Schulen haben sich ins JTFO-Volleyball-Landesfinale gespielt und wollen jetzt unter sich ausmachen, wer Berlin beim Frühjahrsfinale im Mai vertritt. Top-Favoriten bei den Jungs sind die Mannschaften vom Heinrich-Hertz-Gymnasium aus Friedrichshain und vom Biesdorfer Otto-Nagel-Gymnasium. Bei den Mädchen überrascht das Team des Robert-Havemann-Gymnasiums. Die Ladies aus Pankow setzen sich im Halbfinale in einem Dreisatz-Krimi gegen die Melanchthon-Gymnasiastinnen durch und stehen damit im Finale gegen das stark besetzte Immanuel-Kant-Gymnasium. Überhaupt ist das Niveau der Finalspiele hoch, findet auch Kai Göbels vom JTFO-Orga-Team. Hier sind jetzt schon die regelmäßig Volleyball spielen oder die vielleicht auch im Verein die Chance haben, Volleyball zu spielen. Und ich denke, man sieht gerade bei den Mannschaften im Finale, dass es sich nicht mehr um Kinder handelt, die nur mal in der AG ein bisschen zocken. Die haben schon regelmäßig 2-, 3-mal die Woche Training, um auf ein solches Niveau zu kommen. Das höhere Niveau haben am Ende aber doch die Kantmädchen. Kein Wunder, besteht das Team doch ausschließlich aus Vereinsspielerinnen, die zudem auch nicht zum ersten Mal gemeinsam spielen. Weil wir alle im gleichen Verein sind und daher auch schon zusammen gespielt haben und aufeinander eingespielt sind. Auch im jungen Finale stehen sich gestandene Vereinsspieler gegenüber. Mit Yannick Kossmann hat die Heinrich-Hertz-Schule sogar einen amtierenden Berliner Meister in ihren Reihen. Und der führt sein Team im Finale gegen die hochgewachsenen Jungs vom Otto-Nagel-Gymnasium zum Turniersieg. Doch der berechtigt noch nicht automatisch zur Teilnahme am Bundesfinale. Zuerst steht noch ein Quali-Spiel gegen die Sportschüler vom SLZB an. Da würde Yannick auf alte Bekannte aus dem Vereinssport treffen. Ich denke, wir werden den Antrag schon stellen. Also wenn man hier so etwas gewinnt, dann sollte man auf jeden Fall die Chance auch nutzen und dann halt auch gegen die Freunde an der Sportschule antreten. Na dann viel Erfolg und bis zum Frühjahrsfinale. Natürlich wieder auf Hauptstadtsport TV.